Entdecker, Forscher, Abenteurer. Bei den Achuaras am Rio Huasaga. Auf der Suche nach den letzten Kopfjägern am peruanischen Amazonas in der Provinz Loreto. Begeistert hat uns also immer wieder, dass Hara eben in Papua-Neuguinea zum Beispiel auf Kopfjäger gestoßen ist und sie als erster entdeckt hat. Und das war sicher immer eine Ausgangsposition, auch etwas Exotisches zu finden, wo man sagt, also jetzt haben wir was gefunden, was also für die Allgemeinheit wieder ein ganz großer Schatz ist und uns natürlich auch irgendwo als Forscher in den Vordergrund stellt. Das war also sicher die Motivation schlechthin. Hans Noll war Mitglied der Transanden-Chuncha-Expedition vor 25 Jahren, die sich das ehrgeizige Ziel gesetzt hatte, die Achuaras, die letzten Kopfjägerstämme im Grenzgebiet zwischen Peru und Ecuador und im Amazonasgebiet zu besuchen. Sinn und Zweck dieser abenteuerlichen Reise war die wissenschaftliche Untersuchung der Einwirkung von Einwandererströmen auf bisher abgekapselte Indianervölker. Als Forschungsgebiet hatten sich der angehende Ethnologe Richard Gippelhauser, der Architekturstudent Rudolf Schreiner und der Fotograf und Kameramann Hans Noll den Fluss Huasaga ausgewählt. Am 13. Oktober 1974 brachen die drei jungen Österreicher im Alter von 21 bis 25 Jahren mit ihrem tropenfesten Kastenwagen von Wien auf und schifften sich in Bremen nach New York ein. Dann durchquerten sie den nordamerikanischen Kontinent und gelangten über Mittelamerika nach Peru. Allein für die Anreise nach Lima benötigten sie ein halbes Jahr. In Lima nahmen sie Kontakt zu den Ethnologen vor Ort auf, um Näheres über die Jíveros und Achuaras zu erfahren. Dann erst stürzten sie sich in ihr Abenteuer Amazonas. Wir sind dann mit dem Expeditionscamper über die Anden, haben die Anden überquert, sind dann also über ganz tolle Pässe mit 5000 Meter Höhe und so weiter gekommen und haben das einfach richtig erlebt, wie man dann von 5000 Meter hinunter ins Amazonas-Tiefland fährt, mit all seinen Landschaften und mit all seinen Flüssen und Gebirgen und Urwäldern, also eine ganz, ganz hervorragende, ganz tolle Reise. Und dann war es aber zu Ende, dann war es vorbei mit Autofahren, dann gab es also eine Sackgasse. Und wir mussten das Auto dann zurücklassen und sind dann per Fluss weiter mit Flussschiffen, die damals schon regelmäßig verkehrt haben, am Ucayali bis hinauf nach Quito. Quito ist insofern vielleicht bekannt geworden. Dort gab es ja diese Oper, die unter anderem auch von Werner Herzog im Film dargestellt worden ist, mit Klaus Kinski damals in der Hauptrolle des Fitzcarraldo. Von dort ging es dann mit einem Schiff von Iquitos hinauf den Amazonasfluss aufwärts, der sich dann immer mehr verengt und es wird dann der Marañón. Marañón ist der Quellfluss des Amazonas, der in den Anden entspringt in Peru. Und von dort ging es dann weiter mit Ölgesellschaftsschiffen, die dort die Pipelines hinauftransportiert haben. Und wir fuhren dann mit diesen Schiffen die kleinen Quellflüsse immer weiter hinauf, also in die Nähe, in das Gebiet, das wir ja vorher schon erforscht haben, mit den Leuten in Quito und in Lima, in die Gegend, wo wir hin wollten, also zu den ehemaligen Kopfjägern, den Achuar-Indianern, ein Substamm der Jíveros, und wurden dann von einem Hubschrauber, der also auch dort tätig war für diese Erdölbohrungen, genau an den Fluss abgesetzt, wo wir hin wollten. Ja, und dort standen wir dann mit unserem Gepäck. Es war doch relativ viel. Wir hatten sehr viele Tauschartikel mit Machetten, Schrottflinten, Munition, Salz. Also einige Dinge, wo wir wussten, dass sie die Leute dort brauchen würden für ihr tägliches Leben als Tauschartikel, weil wir auch vorhatten, für das Völkerkundemuseum in Wien und in Basel eine ethnografische Sammlung zusammenzustellen. Ja, und dort standen wir dann in einem fast aufgelassenen Ölcamp und
Von dort gab es dann nur mehr eine Möglichkeit, mit Kanus oder mit kleinen Booten an diesen Fluss, dem Fluss Huasaga, weiterzukommen. Boote gab es keine, Schiffe auch keine mehr, der Fluss war schon zu schmal zum Beschiffen. Also es gab nur noch die eine Möglichkeit, ein typisches, traditionelles Boot zu bauen, ein Balsafloß. Und da waren wir also zum ersten Mal auch also irgendwie sehr nahe an den Indios dran, an den Menschen dort, die uns unterstützt haben, sowas zu bauen. Also das war also etwas, was für die Leute dort sehr traditionell war. Wenn sie ihre Familie übersiedeln mussten, dann fuhren sie ebenfalls auf solchen Balsaflößen um ein Stück weiter den Fluss hinunter. Auf ihrem Floß, das ihnen auch als schwimmende Unterkunft diente, fuhren die drei Österreicher, begleitet von zwei jungen Amerikanern, Pete und Brian, die sich der Expedition angeschlossen hatten, die Meander des Rio Huasaga entlang. Zu ihrer großen Enttäuschung bemerkten die jungen Abenteurer, dass sie nicht die ersten waren, die zu den Achuaras vorgestoßen waren. Eine christlich-katholische Missionarsgruppe aus den Vereinigten Staaten war ihnen zuvor gekommen. Teilweise waren die Indios schon christianisiert oder abgesiedelt worden. Denn in diesem Teil des Amazonasgebietes hatte man in den 70er Jahren reiche Erdölfunde vermutet. Die Ausbeute war allerdings geringer als gedacht, so zogen sich Missionare und Erdölfirmen wieder zurück. Die Indios begegneten den Gringos, die in ihr Gebiet vordrangen, zunächst sehr zurückhaltend. Der erste Kontakt war eigentlich ein sehr, sehr distanzierter und scheuer Kontakt, weil sie ja nicht wussten, wer wir sind. Sie konnten uns anfangs nicht einordnen. Sind wir jetzt Linguisten, die jetzt wiederkommen, oder andere Religionsgemeinschaften, die sie jetzt noch einmal christianisieren wollen? Oder sind wir Händler? Sind wir Baumfäller? Es gab ja damals auch schon sehr viele Leute, die also dort angefangen haben abzuholzen und Geld daraus zu machen. Also sie haben sehr, sehr vorsichtig uns beobachtet und sind aber dann draufgekommen, und das war ein erster positiver Schritt, mit ihnen in Kontakt zu treten, dass wir an ihnen interessiert waren, an ihrer Kultur, an ihrem Leben, an ihrem Kunsthandwerk, an ihrer Religion. Und das hat uns dann alle Wege geöffnet. Also das war dann ein Teil, der also sehr, sehr schön geworden ist für uns, auch die Kontakte. Es waren also nicht nur sprachliche Kontakte und Gestikulieren, sondern es waren auch wirklich nahe Kontakte mit Angreifen, mit Ertasten. Also die Leute dort waren also wirklich so neugierig dann auch, woher wir kommen und an unserer Kultur und an uns als Mensch, dass sie dann begonnen haben. Und das hat mich total fasziniert, taktil Kontakt aufzunehmen, die Haut anzugreifen. Wir hatten damals alle Bärte, wir haben ganz furchtbar ausgesehen. Das war damals die Zeit, also das hat ganz genau in die Zeit gepasst. Hippie-Bewegung, lange Haare, Bärte. Und das hat auch die Leute dort fasziniert, dass man einfach die Haare lang wachsen lässt und nicht wie ein Missionar herumläuft und so weiter. Und das war so eine sehr, sehr, sehr schöne erste Begegnung mit den Menschen dort.
Mehr als 4 Monate verbrachten die Mitglieder der Transanden-Chuncha-Expedition im Amazonasgebiet. Die Unterbringung auf ihrem Hausboot war mehr als beengt. Sanitäre Einrichtungen fehlten völlig. Doch das störte die jungen Abenteurer kaum. Ihre anfangs naive Forscherfreude bestimmte den Teamgeist. Die Gruppendynamik war eigentlich positiv, immer sehr. Wir hatten immer gute Laune, wir waren immer in unserem Traumland oder in unserer Traumgegend, die für uns immer uns beglückt hat. Also am Abend schlafen gehen an einem Fluss, das Floß festmachen, schauen, dass es sicher hängt, dass es nicht von der Strömung mitgerissen wird. Dann das Schlafen am Floß, am Fluss, die Geräusche des Urwalds. Es war also alles so beglückend, so schön, dass es eigentlich nie zu irgendwelchen Problemsituationen gekommen wäre. Also weder zwischen uns noch zwischen den Leuten dort. Also wir waren so befriedet, so im Einklang mit der Natur dort, dass es also nie zu irgendwelchen Problemen gekommen sind. Die einzigen Probleme waren die, dass wir halt immer kämpfen mussten, dass unser Floß gut zu manövrieren war und dass wir halt mit der Natur, mit den Gewalten der Natur, sei es auch Gewitter, es gab also regelmäßig am Tag 2, 3 Gewitter immer wieder und es gab also Zeiten, wo der Fluss gestiegen ist, dann wieder gesunken ist. Wir hatten sogar einmal das Problem, dass wir unser Floß noch einmal bauen mussten, weil wir es angelegt haben und dann eine Zeit lang auf einen Dschungeltrail zu Indios auf Besuch gegangen sind und nach einigen Tagen zurückgekommen sind zu unserem Hausboot erst. Und das war dann plötzlich auf Land und wir wussten nicht, was hier passiert ist. Wir glaubten zuerst, Indios haben unser Floß an Land geschleppt, aber es war so, dass der Fluss zurückgegangen war aufgrund einer Trockenperiode und das Floß war plötzlich auf Land gestellt. Ne? Und so mussten wir halt warten und ja, es vergingen einige Tage und es kam kein Regen, also es kam nicht zum Ansteigen des Flusses und wir haben das Boot dann wieder, also das Floß wieder zerlegt, es etwas kleiner wieder aufgebaut und sind dann so wieder weitergefahren. Wir haben uns am Anfang versucht, also richtige Survival-Menschen, die halt versucht haben zu jagen, und sind aber dann gescheitert, erstens einmal, weil wir von der Jagd nichts verstanden haben und zweitens, weil wir nicht gewusst haben, welches Tier man überhaupt essen kann. Also nach dem ersten Versuchen, irgendwelche Vögel, die ähnlich einem Fasan ausgesehen haben wie bei uns, die wir geschossen haben, haben wir 3 davon wirklich erlegt und haben sie gekocht und sie waren so zäh und so hart, wie eine Schuhsohle. Und wir haben dann einen Teil davon gegessen und haben dann den Indios erzählt, welches Tier wir gegessen haben und die haben uns so schallend ausgelacht, weil das ist eigentlich ein Tier, das man dort nicht essen sollte, weil es einfach nicht genießbar ist, ne? So wie bei uns halt es auch Tiere gibt, die nicht genießbar sind. Ne? Durch die Kontakte war es halt so, dass wir dann natürlich schon versorgt wurden von den Indios. Wir hatten ja genügend Sachen mit Macheten, Salz, Angelhaken, also alles mögliche Munition für die Gewehre, für Jagdgewehre, für Schrottflinten. Und wir konnten uns dann unser Essen eintauschen. Das heißt, also wirklich genießbares, gutes Essen und wurden dann mit unseren Tauschartikeln von den Leuten dort verpflegt und verköstigt. Bereiche der einzelnen Expeditionsteilnehmer waren genau umschrieben. Richard Kippelhauser machte wissenschaftliche Aufzeichnungen, die er auch später an der Universität Wien auswertete. Die Ergebnisse sind unter anderem in dem Buch Achuara Jivaro, wirtschaftliche und soziale Organisationsformen am peruanischen Amazonas, nachzulesen. Rudolf Schreiner studierte die Indiosprachen und Hans Noll dokumentierte die Reise fotografisch und mit der Filmkamera. Ein Super-8-Film liegt als filmisches Dokument vor.
Bilder eines dichten Urwaldes flimmern über die Leinwand. Man sieht in schon etwas blassen Farben die Mäander des Rio Huasaga, in dessen Fluten ein Balsafloß mit bärtigen jungen Männern an Bord. Diese gehen bei einer Hüttenansammlung, begleitet von einigen Indios, an Land. Ja, es gab dann auch ein paar Dschungelmärsche. Es gab Familien, die eher weiter im Landesinneren gelebt haben, also ein bisschen weg vom Fluss, und die haben wir dann auf diesen Indio-Pfaden besucht. Hier also daheim bei einer Familie, das ist eine typische Tätigkeit einer Frau, das Masato-Stampfen. Masato ist das Nationalgetränk. Es ist zwar jetzt erst eine Art Brei, eine Art Püree, ähnlich unserer Kartoffel, sieht aus wie Kartoffelpüree oder Erdäpfelpüree. Es wird zwischendurch von den Frauen im Mund gekaut und dann mit Speichel vermengt, und dann wird es wieder zurückgespuckt in den Topf hinein, um eine Fermentierung zu erreichen. Das heißt, durch den Speichel ergibt sich ein Gärungsprozess in dem ganzen Brei, und der wird dann in Tonkrügen für 2 bis 3 Tage gehalten, und es beginnt eine Gärung, ähnlich wie bei unserem Wein oder Bier. Und es entsteht dann auch wirklich ein Bier, das Masato-Bier wird es bezeichnet. Und es wird den ganzen Tag getrunken. Also Männer trinken bis zu 15 Liter pro Tag. Das Bier schmeckt ähnlich unserer sauren Milch oder Buttermilch. Also am ähnlichsten. Ne? Und wir haben es genauso getrunken wie alle anderen. Den 3 Österreichern und ihren beiden amerikanischen Begleitern gelang es in gewisser Weise, das Vertrauen einiger Achuaras zu gewinnen, die sie auch am sozialen Leben am Fluss teilnehmen ließen und ihnen erlaubten zu filmen. Es war so, dass sie durch diese neue Art des ethnologischen Denkens einen anderen Ansatz gehabt habe. Und zwar den, dass ich zuerst einmal den Leuten das Gerät in die Hand gegeben habe, um zu schauen, was es ist und was man damit tun kann. Ne? Heute gehen ja Ethnologen sogar schon so weit, dass sie den Leuten die Kameras geben und sie selbst filmen lassen. Das wäre der nächste Schritt. Ne? Der erste Schritt des althergebrachten Völkerkundlers war der, dass er eben wirklich mit seinem fotografischen Auge die Wilden erblickt. Und unser Ansatz war schon der, dass wir versuchen, die Leute mit einzubinden, ihnen das Gerät einmal in die Hand zu geben und zu sagen, okay, das ist ein Fotoapparat, das ist eine Filmkamera, und da sieht man hier durch und so sieht's aus. Also die Leute haben sich mit dem Gerät befasst, auseinandergesetzt, haben sehr viel gelacht, haben einen Spaß gehabt, haben es ihren Freunden gezeigt, Vater gezeigt, Mutter gezeigt, Onkel gezeigt. Es war natürlich immer wieder ein bisschen riskant, weil es passieren kann, dass die Kamera runterfällt oder dass sie verdreckt oder sonst irgendwas. Aber das Risiko muss man eingehen, weil man hat es im Endeffekt dann wesentlich leichter beim Aufnehmen selbst. Langsam integrierten sich die 3 Österreicher in die Achuara-Gemeinschaft. Sie halfen beim Hausbau mit, lernten eine spezielle Art des Fischens mit Hilfe des sogenannten Fischgiftes kennen und die traditionelle Keramikherstellung. Zudem gewannen sie einen Einblick in die sozialen Hierarchien und Familienordnungen. Meistens ist halt der Häuptling, der halt die meisten Frauen hat. Das ist halt Statussymbol dort gewesen, vielleicht heute immer noch, ich weiß es nicht. Den Natem, den haben wir am Fluss sehr oft getroffen. Das war eigentlich so ein Kontaktmann zu uns. Der hat insgesamt 7 Frauen und hat die Frauen nicht in einer Region, sondern hat sie am Fluss verteilt, ebenfalls mit verschiedenen Häusern, und ist sein Leben lang eigentlich immer nur unterwegs. Also er fährt von einer Frau, vom einem Haus zum anderen, bringt Gejagtes mit, Gefischtes mit vom Fluss und verweilt dann einige Tage bei der einen und nächsten Tage halt dann bei der anderen. Und den haben wir sehr oft getroffen und den haben wir halt dann auch einmal gefragt, aufgrund unserer Aufzeichnungen, wie viele Kinder er hat, und er konnte uns keine Antwort geben. Wir haben sie dann, soweit es möglich war, für ihn gezählt.
und es kamen insgesamt 25 raus. Ja, und das ist hier schon ein Schlussbild, eine Verabschiedungsszene. Da bekommen wir noch eine Schlitztrommel geliefert. Wir haben ja eine Sammlung gemacht für das Völkerkundemuseum, also von Keramik bis Stirnbänder, Ohrschmuck, Halsschmuck, alles, was wir halt eintauschen konnten, was uns möglich war. Ja, wir warten jetzt noch auf die Schlitztrommel, die uns geliefert wird. Und dann geht's zurück. Mehr als ein Jahr waren Hans Noll und seine Begleiter unterwegs. Mit den Achuaras verbrachten sie beinahe 5 Monate. Seither sind 25 Jahre vergangen. Richard Gippelhauser haben später im Zuge seiner Arbeit als Ethnologe noch mehrere Forschungsreisen ins Gebiet der Achuaras geführt. Rudolf Schreiner lebt heute in Los Angeles und Hans Noll versucht immer noch dem Reisen, das ihn geprägt hat, einen Platz in seinem Leben zu geben. Für mich war es ja eigentlich der Ausbruch aus meinem normalen bürgerlichen Leben. Für mich war es ja etwas, was mein Leben bis heute geprägt hat. Meine Mutter sagt es also oft heute noch, seit ich damals mit, was weiß ich, 20 weggefahren bin und zurückgekommen bin, bin ich nicht mehr derselbe, der ich vorher gewesen bin. Und das stimmt, das kann auch nicht so sein. Bei den Achuaras am Rio Huasaga. Auf der Suche nach den letzten Kopfjägern am peruanischen Amazonas in der Provinz Loreto. Gesprochen hat Pia Chrysochwidis. Gestaltung der Sendung Ursula Burkhardt.